Moin Moin und hallo, herzlich willkommen zu einem neuen Kunden-Unboxing-Video von mir für euch. Heute mit dem Tineco Intelligent Nass- und Trockensauger. Das ist echt innovativ, was sie da geballert haben. Es ist nämlich ein Waschsauger. Das ist voll geil, also wirklich Homies. 3 in 1 Bodenreiniger und der heißt Floor One. Floor ist halt euer Boden und One heißt, das ist das einzigartige erste Gerät in dieser Sektion ist. Und S3 wird wahrscheinlich vielleicht wegen Season 3 heißen, ich weiß es nicht. Es beinhaltet eine leichte Bauform, es hat auch eine optimierte Saugleistung und optimierten Wasserdurchfluss zum Reinigen von harten Böden. Das heißt, ihr benutzt dieses Teil nicht primär auf normalen Teppichboden, sondern eher auf Holzböden, auf Plastikböden, auf Betonböden, denke ich mal, wäre auch möglich, auf Laminate etc. Also alles, was eine feste Struktur hat, wird dieser Vakuum- und Waschsauger reinigen können. Der Floor One S3 verfügt über eine iLoop TM Smart Sensor. Dieses iLoop Smart Sensor Ding ist echt cool. Das ist nämlich dafür da, dass es sich intelligent an eurem momentanen Bodenstandard optimiert oder anpasst. Das ist wirklich geil. Der nass und trocken Schmutz auf dem Boden wird dadurch intelligent erkannt und innerhalb von Bruchteil einer Sekunde wird die Saugleistung und in dem Fall natürlich auch der Wasserdurchfluss automatisch angepasst. Die Böden trocknen schnell und dadurch streifenfrei. Geil! Hausarbeit kombinieren und Zeit sparen. Der Floor One S3 nimmt den Schmutz mit seiner kräftigen Leistung auf und man wischt den Boden dabei in einem Schritt. Das sorgt für eine optimale Komplettreinigung. Also eigentlich das, was wir jetzt bis heute, auch ich, immer in 2 Schritten erledigen mussten. Sprich erstmal Staubsauger aus, saugen, damit ist der grobe Schmuck weg. Und dann Wischmopp raus, den Wischmopp feucht machen und mit dem Wischmopp nochmal über die gleiche Fläche gehen. Der besagte Floor One wird es in einem Schritt erledigen. Das finde ich sehr innovativ. Wir haben ein, und was noch dazu ist, zumindest das Staubsaugen vorher, war kabelgebunden. Jetzt haben wir alles, diese beiden Vorgänge in einem und das auch noch ohne Kabel. Voll geil. Bequemer Akkubetrieb sorgt für bis zu 35 Minuten Laufzeit. Perfekt für kontinuierliche Reinigung daheim. Und auch wenn jetzt 35 Minuten sich nicht so viel anhören und wenn wir jetzt noch etwas im faktischen Gebrauch runtersetzen, sprich, gehen wir mal auf 25 runter, wenn es so sein sollte, wenn ihr zum Beispiel immer auf volle Power laufen lasst, etc. Aber wer braucht 25 Minuten, um seine ganze Etage zu reinigen? Also das reicht voll und ganz. Ich denke mal, also so eine Etage wie hier mit den Laminatböden dauert 10 Minuten bis 15. Eine Runde. Die andere Runde, die wir ja dann bei einem normalen Staubsauger noch dranhängen müssten, wären dann auch nochmal 15 Minuten. Dann wären wir auf mindestens 30 Minuten, was eine Ebene im Haushalt, also Standardhaus von 125 Quadratmetern, eine Ebene brauchen würde. Hier gehen wir jetzt hin und werden diese beiden Runden, die zusammen ja dann 35 bis 40 Minuten dauern würden, weil wir müssen das Zeug ja noch holen, dann müssen wir das waschen, anwaschen etc., wird jetzt auf 15 Minuten heruntergestuft. Cool. Echt cool. Finde ich geil. Wir haben ein LED Universal-Display, integrierte App-Anbindung und eine nützliche Sprachassistenz am Start zur Überwachung der Saugleistung und Flüssigkeit, die drin sind. Also sprich, das Abwasser wird gescannt und dann wird euch per App gesagt, ich bin voll. Und natürlich auch das Frischwasser und der Staubbehälter und die Rolle und. Also alles wird über
überwacht mit intelligenten Sensoren, die dann euch durch die App dann auch dort die Info als Feedback zurückgeben. Voll geil. Saugen und wischen mit einem intelligenten System. Das ist reinigen neu definiert. Das ist die Tineco Flow One R3. Das ist ein intelligenter Akkustaubsauger. Und was auch toll ist, wir haben hier ein Brushless-System drin. Ne? Ein Brushless-Motor der neuesten Generation. Das heißt also, wir haben weniger Krachentwicklung. Er ist leiser. Und wir haben dadurch natürlich eine optimierte Leistung. Das heißt, er kann elektronisch viel sinnvoller angesteuert werden als alte Bürstenmotoren. Saugen und wischen mit einer wirklich intelligenten Erkennung. Der verfügt über die intelligente A-Loop TM-Sensor-Technik von Tineco. Er erkennt dadurch nasse und trockenen Schmutz auf den Böden und passt die Saugleistung und den Wasserdurchfluss automatisch an. Er saugt hartnäckigen, klebrigen Schmutz kräftig ab und wischt in einem bequemen Durchgang gründlich nach. Der Boden trocknet danach schnell und reifenfrei. Geil! Wir haben ein universales LED-Display. Das überwacht die Reinigungsleistung, den Ladezustand, warnt bei Blockaden und bietet weitere Funktionen. Meldungen und Wartungsmitteilungen dienen als nützliche Hilfe und natürlich als intelligente Reinigungslösung. Akkubetrieb, leicht und transportabel. Dank des leichten und kabellosen Gehäuses lässt der Flow One frei bewegen, Treppenstufen problemlos herauf- und herunterfahren und natürlich auch reinigen. Und in jedem Winkel könnt ihr damit hin von eurem Haus. Weil sonst ist man immer mit Kabel gebunden. Hat einen riesengroßen, fetten, leistungsstarken Staubsauger hinter sich hergezogen. Klar, hat auch funktioniert. War aber umständlich. Das hier ist eine smarte Sache. Vor allen Dingen am Anfang in den letzten Jahren waren die Akkustaubsauger nicht leistungsstark. Durch die Einführung der Brushless-Motoren jetzt ändert sich das gerade und wir haben ein wirklich sehr starkes, sehr innovatives System hier am Start. Leistungsstarke Motoren mit leisem Betrieb. Leises Reinigen, ohne dabei die Familie und Haustiere zu stören. Dank der präzisen geführten Luftkanäle und dem geräuschgedämmten Gehäusematerial arbeitet die Digitalmotoren des Flow One leistungsstark und ultraleise. Wir müssen hier natürlich mehrere Motoren verbaut haben, weil wir haben ja einen Saugen, wir haben unten eine drehende Welle, das ist so wie so eine Malerrolle ist das zu sehen. Die dreht sich ja auch, das heißt, da muss auch ein Elektromotor drin sein. Wir haben also mehrere Komponenten, mehrere Motoren verkauft. Wir haben ein mehrstufiges Selbstreinigungssystem auf Knopfdruck. Das heißt, nie wieder verschmutzte Rollen anfassen. In dem Fall ist es jetzt nicht die Rolle, die wir ja früher angefasst haben, sondern so ein Wischmopp. Den musste man ja immer sauber machen, mit der Hand. Naja, ging auch, aber war schon dreckig. Hier ist es wirklich geil gelöst. Wir haben nie wieder verschmutzte Rollen. Der Flow One spült die Bürstenrolle und die Leitungen von innen automatisch auf Knopfdruck. Die Hände und das Gerät bleiben dabei sauber und unser Zuhause bleibt frei von Gerüchen. Sehr smart. Nice. Stets mit sauberem Wasser wischen für eine vollkommen saubere Bude sorgt das kontinuierliche Wischen mit einem frischen Wasser. Zwei Tanks sorgen dafür, dass das Wasser sauber und mit dem Reinigungsmittel von trockenem Schmutz und Schmutzwasser getrennt bleibt. Wirklich cool. Oben ist also sauberer Tank, unten ist sozusagen der Schmutzwassertank. Den müssen wir natürlich ausleeren und nicht trinken. Wir haben eine nützliche App-Integration und Sprachassistent. Eine vollständige und intelligente Reinigungslösung bietet die Anbindung an die Tineco-App. Sie ermöglichen eine Leistungsüberwachung in Echtzeit, Wartungsalarme, technische Hilfen, Störungshilfe und weitere Funktionen. Ja, es ist in Deutsch und Englisch verfügbar, die Sprachassistenz und die weitere Funktionshilfen bietet sie beim Reinigen. Und was richtig geil ist, kompakt, bequem und multifunktionale Dockingstation. Wow, gut organisiert, durchdachte Aufbewahrung mit voller Ladefunktion. Die kompakte und komfortable Dockingstation des Flow One S3 dient zum Aufbewahren und Laden des Geräts. Es reinigt sich außerdem selbst, sodass weder Schmutz noch Rückstände auf dem Boden zurückbleiben. Also wirklich endgeil. Super pooper. Und wenn ich habe schon ein Tineco-Produkt und wenn die Qualität nur annähernd so gut ist wie bei meinem ersten,
der günstiger war als der Floron, wird dieses Teil hier mich so richtig wegflashen und euch, denke ich mal, aus. Wir haben also alles hier in dieser fetten Box. Es gibt ein Floor 3 und ein Floor 1 S3. Ich würde euch dazu raten, holt den Floor 1 S3, weil der ist einfach optimierter. Der hat eine höhere Batteriekapazität. Der hat nämlich 4000 mAh Akku verbaut und kann bis zu 35 Minuten saugen und wischen. Der Vorgänger, zum Beispiel der iFloor 3, der hat nur 3000 mAh und 25 Minuten. Natürlich, der wäre günstiger und auch ein gutes Gerät, klar. Frischwasserbehälter liegt bei 0,6 Liter, Schmutzwasserbehälter liegt bei 0,5 Liter. Warum ist der Schmutzwasserbehälter weniger groß als das Frischwasser? Wir lassen ja ein wenig Wasser auf dem Boden, also auch wieder smart mitgedacht. Die iLoop TM Smart Sensor ist in dem Floor 1 S3 drin, in dem Vorgängermodell nicht. Denkt dran, Saug- und Wischsystem mit Intelligenz ist das ja dann. LED Universaldisplay haben beide und die App-Integration gibt es nur beim Floor 1 S3 und natürlich der Sprachassistent auch. Also sieht fett aus. Lautstärke liegt laut Angaben bei 78 Dezibel, die Laufzeit bei 35 Minuten und das Teil soll ungefähr 4,5 Kilogramm wiegen. No, das hört sich alles top an. Und wenn es nur annähernd so top ist wie das andere Ding, was ich habe, dann wird das hier mich absolut wegflashen. Yeah. Schauen wir uns die Verpackung an. Sie sieht schon mal sehr edel aus, wirklich sehr edel. Wir haben eine große Verpackung, weil das Teil selber ist ja auch nicht gerade kompakt. Ja doch, es ist kompakt. Aber trotzdem muss ja die ganze Technik irgendwo untergebracht werden. Das heißt also, sie ist so groß dimensioniert, wie ein Staubsauger nun mal ist. Es ist jetzt nicht, also es ist bautechnisch anders gewählt als ein Standard-Staubsauger, der mit einem Stab ausgestattet ist und hinten noch so einen so den Motorblock mit sich führt. Hier ist alles kompakt in einem Stab gesetzt, anstatt bei dem anderen System in mehrere. So, boah. Hier sehen wir auch, was drin ist. Wir haben hier ein Reinigungsmittel drin. Wir haben hier drin die Rolle. Wir haben ein Reinigungstool. Wir haben HEPA-Filter, zwei Stück. Also HEPA-Filter sind auch drin. Das heißt also, die Luft, die hier natürlich dann auch mit ins System kommen wird, dadurch, dass hier ja ein Vakuum im Motor erzeugt wird. Der Motor wird hier in der Mitte sitzen, denke ich mal. Das heißt, der Vakuummotor wird ja hier dann alles anziehen, wird das hier abstreifen und hier wird noch ein Pumpensystem sein, was es dann wieder in die Rolle bringt. Hat natürlich trotzdem dann ein Vakuum, welches dann ja die Luft hier herausholt und dann ausstoßen wird. Besser auch HEPA-Filter, dass auch aus der gebrauchten Luft dann auch eine wohlig warme, angenehme, besser aufbereitete Luft wieder zurückkommt. So, dann haben wir die Ladestation und Ladekabel. So, hier unten. Hier stehen die ganzen Smart Features. Ne? Wir haben sogar eine LED-Beleuchtung, ist das? Nee, oder? Weiß ich nicht. Könnte mir vorstellen, dass eine LED-Beleuchtung dabei ist. Der soll 2,5-mal kräftiger sein. Der Motor, weil er ja brushless gesetzt ist und 35 Minuten Laufleistung. Also ihr seht, ihr könnt alles reinigen, was geht. Super für Haushalte mit Hunden, Katzen und anderen Tieren, wie Schweine, Giraffen und Elefanten. Dann ist es cordless, also ohne Kabel, wirklich cool. Wir haben zwei Tanksystem, wir haben eine App-Integration und hier unten seht ihr schon mal das Smart-LED-Display. Wi-Fi-Indicator, das heißt, also, wir können das auch mit unserem Wi-Fi zu Hause verbinden. Power-Indicator. Dann der CVT-Empty, DVT Full or Blocked. Das heißt also, hier haben wir das Ansaugsystem, ob das blockiert ist oder voll ist. Batterie-Management-System ist drin, das ist die Zahlenkombination, wie viel Prozent. Die Self-Cleaning-Icon, es geht an, wenn er sich selber reinigt. Der Brush Roller Tangle Indicator, das heißt, der zeigt euch wirklich smart an, ey, pass mal auf, hier ist was, ne? Wenn was leer ist, wenn was verstopft ist, wenn was voll ist. Und hier gibt es einen automatischen Modus und hier der Dirt Motoring Loop. Das heißt, dieses Teil zeigt euch an, wie stark gerade der Motor in seiner Leistung ist. Der kann dann von sanft und ruhig bis volle Power und angenehm im Sound geregelt werden. Denn das erste Tineco-Gerät, was ich habe, ist wirklich leise.
im Zusammenhang mit seiner Leistung. Wirklich cool. So, und jetzt gucken wir rein, was wir hier haben am Start. So, wir öffnen jetzt und gucken. Oh, es ist immer wieder eine Freude. Ich liebe moderne Technologie, wie ihr seht. Es ist wirklich interessant. Super cool. So, ihr seht hier schon Quick Start Guide oben in der Verpackung. Das ist auch sehr schön. Das wird bei Edelmarken oft jetzt immer angewandt. Dann haben wir eine Bedienungsanleitung beiliegen. So, schauen wir uns die auch mal an. Wir haben eine deutsche und Bedienungsanleitung Instruction Manual. Also hier haben wir mehrsprachig, ne? Bedienungsanleitungen zwei Stück. Dann haben wir hier das Reinigungstool. So sieht es aus. Also eine ganz schöne fette Bürste, echt. Sehr schön. Nice. Und hier hinten ist cool. Hier hinten kommt auch noch ein Messer raus, um sich umwickeln, also Sachen, die umwickelt waren, um eure Walze dann zu entfernen. Sehr sinnvoll, cool. Und vor allen Dingen sie ist es auch gesichert, indem sie hier im Griff integriert ist. Und hier kommen wir super in unsere Schläuche. Oh, schön. Schön weich, also es ist gar nicht so richtig hart, sondern es ist schön weich. Fühlt sich ein bisschen an wie Silikon. So, dann weiter geht's im Text hier. Wir checken weiter. Was haben wir noch? Dann haben wir diverses Zubehör natürlich. So. Das wird wohl ein Haltesystem sein, kann ich mir vorstellen. Aber wie gesagt, zur genauen Positionierung kommen wir da noch. So, guck mal hier, haben wir da. Hier auch wieder irgendwas zum Halten, ne? Weil wir haben ja auch eine Ladestation und Reinigungsstation in einem dabei. So, weiter geht's. Hier ist Power Supply, AC-DC Adapter. Der kommt hier, oh, langes Kabel dabei, schön. Ist jetzt nicht nur ein halber Meter, das sieht mir wie ein Meter oder anderthalb Meter sogar aus. Vielleicht sogar zwei, ich bin da nicht so gut im Schätzen. Wir haben einen ganz normalen Transformator hier also angebaut. Er funktioniert mit 240 Volt natürlich von 100, Input 100 bis 240, das heißt also fast international einsetzbar. Der kann 50 und 60 Hertz, auch gut. Und der bringt Output 26 Volt, 1 Ampere. Nice. Da haben sie auch wieder international gedacht. So, jetzt holen wir ein bisschen Verpackungszeug. Hier. Was haben wir hier? Deodorant Cleaning Solution for Pet Odor Removing and Through Cleaning on Hard Floor. Hier ist also ein Reinigungsmittel mit integriert, welches die Gerüche sozusagen ja, neutralisieren soll. Sehr schön. Es ist, was sind das? 500 Milliliter sind dabei. Ne, also ganz normales Reinigungsmittel. Das ist aber natürlich optional. Ihr könnt da auch anderes Zeug dann reinkippen oder selber was mixen. So, hier haben wir einen HEPA-Filter. Oh, schön. Das ist ein guter HEPA-Filter, Homies. Wir haben also einen Papier-HEPA-Filter am Start. Dieser ist mit Lamellen ausgestattet. Und auf der anderen Seite haben wir nochmal ein metallisches Gitter. Cool. Welches wir so. Boah, das ist auch nicht schlecht hier. Sehr sinnvoll. Das kann man aufklappen, um dann hier. Hört ihr das? Um hier dann an den einzelnen Lamellen zu reiben, um diese dann zu animieren, den Dreck wieder loszuwerden. So, drumherum haben wir eine schöne Gummidichtung angebracht, sehr schön verarbeitet alles. Es gibt nichts, was irgendwie wegfliegt oder so. Nice. So. Aber in dieser Preisrahmen sollte auch alles stimmen. Also, das ist Crème de la Crème hier. So, das hier ist eine der Reinigungsrollen. Wir sollten ja zwei Stück haben. Ja, ist wie eine Malerrolle. Vielleicht kann man ja so, vielleicht kann man ja auch Malerrollen nachrüsten dann. Wenn die zum Beispiel mal nicht mehr wollen, dann kann man die umrüsten. Das war jetzt ein Scherz, die kann man nachkaufen. So, hier ist natürlich ein Docksystem dran mit. Fühlt sich an wie Kugel gelagert. Könnte sein. Weil das so zart läuft, weißt du? Könnte gut sein, dass das Kugel gelagert ist hier auf der Seite. So, wir haben hier, fühlt sich an, ich rieche auch mal dran. Ja, das fühlt sich an wie ein Vlies und es wird auch ein Vlies sein. Und dieses Vlies ist dafür da, dass es dann mit Wasser beträufelt wird oder benetzt wird, um dann feucht durchzuwischen, ne? Und das Intelligente daran ist, dass es einfach auch wieder gereinigt wird durch die Reinigungsstation und natürlich durch den
Staubsauger selber. Ja, ist es überhaupt noch ein Staubsauger? Ein multifunktionierendes, super krasses Teil. Oder? So, was haben wir hier? Der Griff. Es ist bestimmt nicht der Griff ins Klo. Ohoho. So, hier haben wir noch ein paar. Was ist das hier? Ein Flyer? Floor 1 R3 Theories. This is my difference. Wir sollen also den Unterschiede der intelligenten Reinigungswirkung hier spüren und sehen. So. Das ist aus einem hochwertigen Kunststoff gebaut, wenn man daran fühlt. Hochwertiger Kunststoff ist genommen. Dann haben wir hier oben einen Knopf. Hier ist der Knopf. Und da ist auch so ein Blubber, Blubber, Blubber. Das heißt, das ist der Reinigungsknopf. Dann haben wir hier einen Automax-Knopf. Da Automax. Kann man drücken, hat auch einen haptischen Feedback. Also ein Automax-Knopf, das heißt, hier gehen wir auf den oder können wechseln zwischen Automatikmodus, dass er smart das angrenzt, also wie viel er Saugleistung reinschieben soll oder weniger. Und hier oben ist einfach nur noch ein An- und Ausknopf. Und ne, wenn ihr das switcht, entweder Automatikmodus oder halt der Modus, dass das auf die maximale Stufe kommt. So, dann habe ich hier vorne ein Bajonett für ein Bajonettsystem, dass das integriert oder zusammensteckt und bleibt. Hier unten haben wir eine elektronische Verbindung mit zwei Kanälen, sehe ich. Wir haben nämlich vier Adern, die da durchlaufen. Oder es wird eins, wird Masse sein, und die anderen sind dann, Erde brauchen wir in dem Fall nicht. Das heißt, drei sind Datenbus, dann der normale Stromversorgung, eine Rückleitung noch und wahrscheinlich dann vielleicht die, ja, eine andere Leitung noch. Designtechnisch, wir haben hier ein schönes dunkles Anthrazit und in der Mitte von unserem Griff ist es weiß gehalten. Sieht schon geil aus. Also sieht schon geil aus. So, dann schauen wir weiter. Was kommt noch? Hier kommt nichts. Ups, Entschuldigung. Hier ist auch nichts. Wie diese Verpackungskünstler das immer machen. Ich finde das immer faszinierend, dass die so viel Stuff in so ein relativ kleines, in so einen relativ kleinen Platz reinkriegen. Es ist echt faszinierend. Aber ich meine, das machen ja auch Ingenieure oder so, ne? So. Bei so einem hochwertig teuren Gerät ist es klar, wir haben Kunststoff auch verbaut, um dort eine Kratzerbildung vorzubeugen, wird dort natürlich dann doch verpackungstechnisch recht viel investiert. Also viel Plastiktütchen etc., Überzüge und so ein Zeugs. Und natürlich, aber was aber wirklich toll ist, es ist jetzt nicht wie in den günstigen Varianten, wo alles voll mit Styropor ist. Hier ist viel Pappe und das ist auch ineinander gebaut. Sehr schön. So, hier haben wir also die Ladestation, wenn ich das richtig sehe. Ja, hier unten sind nämlich Verbindungen. Das ist die Ladestation. Und hier wird dann auch euer Floor One gereinigt. So, was steht hier noch? Place the unit on the tray after each use to avoid water stains on floor. Das heißt also, nach jedem Reinigen solltet ihr das in die Ladestation packen, denn hier kann es auch super gereinigt werden. Was wir sehen ist, hier sind zwei Aussparungen für die hinteren Rollen, zwei Aussparungen für die vorderen beiden Rollen und hier ist dann demzufolge der Hauptrotor. Hier hinten wird das wohl reinritschen, weil hier sind zwei Kontakte. Das heißt, wir werden das hier gut reinschieben können. Das sieht man jetzt schon. Unterseite hat Gumminöppchen, damit wir unsere Bodeneinheiten nicht kaputt machen. Also das ist die Ladestation. Ein super Teil. Und ich glaube, jetzt kommen wir zum Hauptakteur. Den ziehe ich jetzt mal raus. Das ist unser Hauptakteur im Start. Der Hauptakteur hat natürlich alles integriert, was sein sollte. Und jetzt schauen wir uns mal an. Riecht gut. Riecht nicht chemisch, riecht nicht komisch. Also hat einen angenehmen Geruch. Alles cool. Weil wenn ihr immer so Billigzeug habt, das riecht immer so richtig nach Plastik. Jetzt ziehe ich mal hier die Kappe ab. Wow, schönes Display oben. Und hier seht ihr auch, was alles drauf sein wird. Ne? Da ist schon mal alles vor gezeichnet gewesen. Das habe ich jetzt abgezogen.
Und nun packen wir weiter aus. Das heißt, unten die Teile kommen zur Seite weg. Der ist wirklich ganz leicht, ey. Der ist ganz leicht. Der ist nicht schwer. Voll leicht. Boah. So. Und hier ist der Flow One. Ausgepackt. So, was haben wir hier alles? Wir haben also jetzt hier am Start. Eine Rolle sehe ich integriert im Flow One. Hier ist eine weitere Rolle. Dann die Ladestation ist ja hier. Das heißt, Ladestation haben wir. Ladestation. Der Flow One selber steht hier. Dann haben wir das Stück für den Griff. Das Griffstückli. Welches wir eigentlich ja schon mal einbauen können, oder? So, wir nehmen das. Jetzt gehen wir hin. Ich gucke mal, ob beidseitig montierbar ist. Okay. Okay. So, wenn ihr hier reinfasst, dann merkt ihr einen Hubbel. Dieser Hubbel kommt hier am oberen Stück, ja, das ist sozusagen die Rail dahinter. Und jetzt drücken wir das einfach nach unten hinein. Es hat Knick gemacht, Klack gemacht und jetzt ist der Floorboard damit auch transportabel und ich kann ihn anfassen. Superb. So, dann noch NEPA-Filter. Zubehör. Stromzeugs. Und Reinigungsmittel. Boah. Das ist also alles dabei. Na, hier oben ist er. Sieht schon fett aus. Sieht wirklich endfett aus. Sehr schön verarbeitet alles. Sehr schön verarbeitet. Sieht sehr professionell aus. Hier oben ist der Griff. Ist auch eine Standardhöhe, weil wir können ja auch hier kippen noch. Ne, da ist der Griff nach unten, den habe ich ja gerade angerastet. Hier ist dann das Screen. Dann haben wir die Einheit hier vorne. Da kommt das Wasser rein. Und hier unten, da kommt das Wasser sozusagen raus. Also verbrauchtes Wasser. Dann unten haben wir die Rolle, wofür wir auch eine Reserverolle haben. HEPA-Filter, Zubehör. Und hier ist dann die Docking Station. Also alles da. Und sieht alles schon mal sautop aus.